Hallo meine Lieben, hier mal was aus Antalya. Und zwar ist das im Stadtteil Kepez, Habibler Mahallesi. Ich zeige mal auf der Karte. Hier ist es rot eingezeichnet. Und hier rechts wäre der Flughafen, da ist Lara, da ist die Innenstadt. Hier ist der antike Hafen. Hier habe ich schon mal gebumst. Und hier haben wir, wo ist es denn? Ja, hier das rot eingezeichnete, da ist Habibler Mahallese im Stadtteil Kepez. Also es ist, ich sage es euch gleich, ich sage ja immer wieder dazu, Antalya ist auch sehr schön, Antalya ist wirklich wunderschön. Allerdings ist es schon wie ein klein Istanbul geworden, sehr stressig, sehr viel los, mega Verkehr, aber wie gesagt auch wunderschön. Und diese Gegend ist aber voll die Arbeitergegend. Okay, also das ist voll die Arbeitergegend. Das ist nicht wie Alanya, alles schön relaxed, nur Bauernhöfe, nur Bauern, reiche Bauern und irgendwelche reichen Auswanderer. Also hier ist halt eine Arbeitergegend. Aber ich zeige euch mal die Wohnung. Der Witz ist halt, der Preis ist der Hammer. Das sind nur 30.000 Euro für drei Zimmer, Erschbezug, nagelneu. Ist aber noch nicht ganz fertig. Man muss selber auch mit anpacken. Und sogar mit Zentralheizung. Und das ist der Gang. Das ist das Bad. Das ist wieder der Gang. Und wir haben. Die Küche muss ich euch noch zeigen. Die ist auch okay. Das ist der Balkon. Und ihr seid im zweiten Stockwerk. Und das ist die Küche. Also eine Extraküche. Nicht im gleichen Zimmer wie im Wohnzimmer, sondern eine Extraküche. Wer es halt mag, mir ist es eigentlich egal. Wenn man mich fragen würde, ob ich lieber amerikanische Küche nehme, also amerikanische Küche heißt hier in der Türkei die Küche mit dem Wohnzimmer drin, oder lieber eine Extraküche, ich tendiere fast schon mit im Wohnzimmer drin. Wirklich. Komisch, ne? Ich weiß auch nicht warum. Ja, okay, also hier nochmal das Hauptzimmer, das ist das Hauptwohnzimmer. Und hier ein Zimmer und hier das andere Zimmer. Wer Interesse hat, meldet sich. 30.000, die Lage habe ich gesagt. Mit Aufzug natürlich und sind alle möglichen Sachen in der Nähe von Apotheken, Krankenhäuser, Supermärkte und so weiter. Okay, meine Lieben, so viel von mir. Bis zum nächsten Video. Also das war ein Objekt in Antalya, nicht verwechseln, gell?